Hallo Tierfreunde und willkommen zum 21. Vlog. Ich hatte euch ja beim letzten Vlog und auch schon mal auf Facebook gefragt, welche Reaktion ihr am meisten bekommt, wenn jemand mitbekommt, dass ihr vegan seid. Da kamen auch ziemlich viele zusammen. Um jetzt hier aber nicht einfach alle aufzuzählen, habe ich mich dafür entschieden, eine Top 5 Liste zu machen, also besser gesagt zwei. Nämlich einmal die Top 5 der häufigsten Kommentare von Fleischessern und einmal die Top 5 der blödesten Kommentare von Fleischessern. Viel Spaß! Vlog. Die Top 5 der häufigsten Reaktionen auf Veganer. Platz 5. Vegan ist extrem. Das ist auf gewisse Weise gar kein Argument gegen den Veganismus, denn man bedenke, als es hieß, Schwarze genauso wie Weiße zu behandeln, war das auch extrem. Oder als es hieß, Frauen genauso wie Männer zu behandeln. Obwohl wir da auch noch einiges zu tun haben. Naja, was ich sagen will, nur weil etwas extrem ist, macht es das nicht zu etwas Schlechtem. Übrigens ist der extreme Veganismus ja auch nicht einfach so entstanden. Hier mal ein kleines Gedankenspiel für euch. Stellt euch vor, es gibt keine Massentierhaltung oder überhaupt keine massenhafte Tierausbeutung, so wie sie heute stattfindet. Fleisch und Milch wird zwar gegessen, aber nur in kleinen Mengen und nicht von allen Menschen. Es gab auch nie eine Propaganda, die uns glauben ließ, dass Fleisch die beste Eiweißquelle ist oder zum Beispiel Milch die beste Kalziumquelle. Wenn ihr in einem Restaurant ein Rote-Bete-Schnitzel bestellt, statt eines normalen Schnitzels, dann guckt auch niemand komisch. Denn Fleisch hat auch keinen höheren sozialen Status als Gemüse. Alle Lebensmittel werden gleichmäßig konsumiert und zum Beispiel in Supermärkten gibt es ungefähr gleich viele vegane, vegetarische und Fleischprodukte. Jedes Lebensmittel hat auch den Geldwert, den es verdient und nichts wird irgendwie höher versteuert oder subventioniert. Und das alles gilt auch für Leder, Wolle und so weiter. Glaubt ihr, dass es dann jetzt die gleiche vegane Bewegung gäbe, die jetzt überall immer mehr zunimmt? Also ich glaube das nicht. Denn ein Extrem bedingt das andere, beziehungsweise ein Extrem hat das andere erst erschaffen. So wie eine große Ungerechtigkeit viele Menschen erschafft, die dagegen kämpfen, so hat sozusagen auch die Fleischindustrie die vegane Bewegung erschaffen. Dass jetzt nur der Veganismus als extrem betrachtet wird, liegt vor allem daran, dass es halt viel mehr Menschen gibt, die Fleisch- und Milchprodukte konsumieren. Und ja, extrem und seltsam ist halt meistens das, was die Minderheit macht. Alles andere ist normal. Übrigens wird auch oft behauptet, dass Veganismus extremer ist als Vegetarismus. Eine Aussage, die irgendwie impliziert, dass Eier und Milch sowas wie Beiprodukte der Fleischindustrie sind. Dabei ist es doch irgendwie eher andersrum. Naja, genau genommen könnte sich das eine ohne das andere wahrscheinlich gar nicht so richtig finanzieren. Was könntet ihr auf diese Bemerkung jetzt antworten? Also ich würde sagen, ja, es ist extrem, aber auch nicht extremer als die Massentierhaltung und alles, was mit ihr zusammenhängt. Habt ihr noch andere oder bessere Antworten, dann ab in die Kommentare damit. Platz 4. Auch kein Huhn, auch kein Käse, auch keine Wurst. Ehrlich gesagt kann ich es irgendwie verstehen, dass viele Leute, die sich nicht mit dem Thema vegan beschäftigt haben, auch nicht bei allen Produkten wissen, ob die jetzt vegan sind oder nicht. Zum Beispiel Milchschokolade, Chips, Gummibärchen und sogar bei Butter und Käse könnte ich es irgendwie noch verstehen. Aber Wurst und Huhn? Das ist wie bei diesem Veganer-Gag aus dem Film Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Halt, Veganer-Polizei! Sie haben wissentlich Hühnchen mit Parmesan verzehrt. Hühnchen ist nicht vegan? Das mit dem Hühnchen kann ich mir irgendwie nur so erklären, dass vielleicht geglaubt wird, man sei aus gesundheitlichen Gründen vegan. Und da Hühnchen wohl angeblich das gesündeste Fleisch ist... Naja, ich kenne dasselbe Phänomen mit Fisch. Wie man darauf antwortet, dürfte wohl irgendwie klar sein. Man kann sich nur noch entscheiden, ob man freundlich bleibt. Nein, denn weißt du, Wurst wird aus Fleisch gemacht und Käse aus Milch. Oder nicht? Ist ein Huhn kein Tier oder was, du Spack? Platz 3. Wie bekommst du die und die Nährstoffe? Dazu würde ich eigentlich gar nicht viel sagen, außer vielleicht, warum interessiert es die Leute ganz plötzlich, ob ich alle Nährstoffe in meiner Nahrung habe? Wenn man als Fleischesser krank wird, dann waren es irgendwelche Viren oder man hätte letztens vielleicht doch die Jacke anbehalten sollen. Wenn man als Veganer krank wird, dann heißt es, ha, Vitaminmangel. Ich sag nur hier, früher war es ganz klar erblich bedingt, heute ist natürlich die vegane Ernährung schuld. Mal abgesehen davon, dass diese Mythen von der kalziumreichen Milch und dem wertvollen Fleischeiweiß oder auch dem Fett der Butter, was irgendwie am besten aufgenommen werden kann, für meinen Geschmack
immer noch ein bisschen zu viel Glaube geschenkt wird. Warum genau soll das nochmal gut für mich sein, wenn ich meine Vitamine und Mineralstoffe durch ein Tier filtere? Das konnte mir irgendwie noch niemand beantworten. Platz 2. Warum isst du vegan und machst mit deinem Essen die Form von Fleisch nach? Die häufigste Antwort darauf lautet wohl, dass ich der Tiere zuliebe vegan bin und für meinen veganen Burger musste keins sterben, also ist es okay für mich. Hier sind aber noch ein paar Punkte. Punkt 1. Welche Form denn sonst? Immerhin ist die Würstchen- und Scheibenform einfach praktisch. Und wie schon in einem Kommentar gesagt wurde, sollen wir etwa Pyramidenform oder Bällchen? Ah nee, Fleischbällchen gibt es ja auch schon. Langsam wird's ziemlich eng für uns Veganer. Punkt 2. Fleischform? Fleisch hat ja ursprünglich eigentlich mal die Form eines Tieres gehabt. Und Fleisch in Scheiben zu schneiden, ist jetzt nicht so innovativ. Und Wurstform? Irgendwann kam man auf die Idee, Fleisch in Tierdärme zu stecken, um diese dann irgendwie zu trocknen und um sie länger haltbar zu machen. Das war sozusagen die Entstehung der Wurst. Auch wenn heute teilweise Kunstdärme verwendet werden. Man könnte also auch fragen, warum Fleischesser ihr Fleisch gerne wie Scheiße formen. Was? War das jetzt niveaulos? Weiter mit Punkt 3. Punkt 3. Oft höre ich den Satz, oh, das haben wir schon immer so gemacht und Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Warum müssen wir eigentlich immer die guten Sachen ändern? Wenn Vegetarier und Veganer aber ihr Essen wie Fleisch formen, heißt es plötzlich, warum müsst ihr jetzt die Form von Fleisch nachmachen? Denkt auch doch was Eigenes aus. Seid doch bitte froh, dass wir wenigstens etwas beim Alten lassen. Platz 1. Was kannst du denn da noch essen? Gerne auch in den Variationen, vegan ist doch langweilig. Und bist du nicht hungrig, wenn du nur Salat isst? Als ich eure Antworten ausgezählt hatte, war ich doch ziemlich überrascht, was da auf Platz 1 rauskam. Und nicht nur das, auch die Menge hat mich überrascht. Ganze 23 Mal habt ihr mir das geschrieben, im Gegensatz zum Beispiel zu Platz 2 nur 6 Mal. Das scheint also immer noch mit Abstand der häufigste Irrglaube über den Veganismus zu sein. Bevor ich mit Kochvideos angefangen habe, habe ich ganz oft beobachtet, wie Vegan-Diskussionen mit dem Satz vegan schmeckt mir aber nicht oder wenn ich vegan bin, kann ich nichts mehr essen beendet wurden. Irgendwie, wenn alle anderen Argumente verbraucht sind, scheint das irgendwie die letzte Hürde zu sein. Das war auch ursprünglich der Grund, warum ich einen veganen Kochkanal aufmachen wollte. Ich könnte das jetzt als etwas Negatives betrachten, dass so viele Leute immer noch glauben, vegan und lecker geht nicht zusammen. Obwohl ich jetzt schon seit fast 3 Jahren Kochvideos mache und der Büchermarkt überschwemmt wird von veganen Kochbüchern und das Thema auch wirklich immer mehr Gehör in Funk und Fernsehen findet. Allerdings sehe ich das irgendwie als gutes Zeichen, dass das Argument, was sonst immer erst am Schluss eines Gesprächs kam, jetzt gleich am Anfang verwendet wird. Vorausgesetzt, euer Gesprächspartner meint diese Frage jetzt nicht nur rhetorisch, dann könnt ihr jetzt einfach alle Gerichte, die euch so einfallen, runterrasseln, gerne auch mit zubereitungstechnischen Ausführungen. Da ich dazu aber nicht immer unbedingt Lust habe und auch nicht immer genau weiß, ob der andere gerade bereit ist zuzuhören, sage ich meistens nur, na alles. Wenn mein Gesprächspartner dann nachfragt, weiß ich, er ist interessiert und hört zu. Mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, das waren jetzt die Top 5 der häufigsten Reaktionen. Wahrscheinlich waren auch ein paar dabei, die ihr kanntet. Die jetzt folgenden Top 5 der blödesten Reaktionen werden euch vielleicht nicht alle bekannt vorkommen. Zumindest für mich waren auch ein paar neue dabei. Die Top 5 der blödesten Reaktionen auf Veganer. Platz 5. Wegen euch werden die Schnitzel immer kleiner. Das habe ich eigentlich nur mit reingenommen, weil ich das so schön skurril fand. Um ehrlich zu sein, verstehe ich diese Aussage nicht mal. Also nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein kleines Schnitzelbisschen. Ja, seht ihr da vielleicht irgendeinen Sinn drin? Die einzige Antwort, die mir dazu einfallen würde, ist, oh, das freut mich wirklich sehr. Platz 4. Leben und leben lassen. Müsste das nicht eher das Motto aller Veganer sein? Wieso wird das in diesem Kontext benutzt? Das ist in etwa so, als würde man um die Häuser ziehen und Leute verprügeln, während man zu Hause im Wohnzimmer eine Gandhi-Galerie an der Wand hat. Für mich klingt es einfach nur nach, lass mich in Ruhe, ich will nichts davon hören. Tja, wer will das schon? Platz 3.
Das ist doch eh schon tot. Diese Aussage macht ungefähr genauso viel Sinn wie: Hey, hier liegt schon Müll auf der Straße. Da kann ich meinen auch dazu schmeißen. Oder: Ach, der liegt schon am Boden. Da kann ich auch nochmal reintreten. Dass der Konsum von Fleisch erst die Tötung weiterer Tiere unterstützt, dürfte hier wohl das vernünftigste Argument sein. Ich habe aber noch eine Antwort für euch, die wenig konstruktiv und zielführend ist, dafür aber lustiger. Auf "Das ist doch eh schon tot, dann kann ich es auch essen" kann man auch ganz einfach antworten: Stimmt, du bist ja auch schon doof und trotzdem rede ich noch mit dir. Platz 2. Pflanzen haben auch Gefühle. Natürlich ist uns allen klar, dass Pflanzen nicht fühlen und Schmerz empfinden, so wie wir. Und selbst wenn es so wäre, dann würden Veganer ihnen immer noch am wenigsten Leid zufügen, denn sie essen die Pflanzen direkt und lassen diese nicht erst den Umweg über das Tier nehmen, denn das führt zu noch mehr Pflanzenopfern. Wolf-Dieter Stoller hat dazu übrigens mal Folgendes geschrieben: Pflanzen sind in etwa wie umgedrehte Menschen. Das heißt, der Unterleib ragt in die Welt hinaus und der Kopf steckt unter der Erde. Und mit den Wurzeln ist die Pflanze mit der Erde und auch mit allen anderen Pflanzen verbunden. Man könnte es auch so beschreiben, dass Menschen eine Seele haben, die sich in ihrem Körper befindet, und Pflanzen haben eine Seele, die sich außerhalb ihres Körpers befindet, sozusagen die Seele der Erde. Da Pflanzen aber gerne ein Teil unserer inneren Seele werden wollen, wollen sie sogar gerne gegessen werden. Das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber ich fand es irgendwie sehr interessant, da es auf diese Thematik mal ein ganz anderes Licht wirft. Platz 1. Hast du Menschen, die Fleisch essen? Auch wenn diese Antwort nur ein einziges Mal kam, hat sie mich wirklich umgehauen. Und das nicht mal unbedingt, weil ich es für abwegig halte, dass man 99% aller Menschen hassen kann. Es verblüffte mich eher, wie schnell ich sie mit Nein beantworten konnte, ohne eigentlich genauer darüber nachzudenken. Wenn in den Nachrichten über einen Mörder berichtet wird, der vielleicht sogar Kinder getötet hat, wie schnell empfinden wir dann Wut oder Hass diesem gegenüber? Und obwohl wir wissen, was in der Massentierhaltung abgeht, und obwohl wir wissen, wer das Ganze letztendlich finanziert, hassen wir unsere fleischessenden Mitmenschen deswegen nicht. Warum? Vielleicht, weil sie einfach unsere Mitmenschen sind und wir nicht jeden hassen können. Sollte unser Grund auch noch so gut sein. Außerdem wären wir dann wohl bald recht einsam. Wenn wir unser Umfeld auf lange Sicht irgendwie tierfreundlicher gestalten wollen, dann ist Hass sowieso der falsche Weg. Eher Freundlichkeit, Bestimmtheit und viel Geduld. Puh, das wurde jetzt irgendwie ganz schön ernst zum Schluss. Haben wir noch einen witzigen Kommentar zum Ende? Darf man als Veganer Fleischtomaten essen? Hätte ich mir nur nicht gefragt. Okay Leute, bis zum nächsten Video und bleibt immer gelassen. Wenn möglich. Ba-da-ba-da.